Schein, Ochsenknecht, Babyglück trotz Schmerzen. Sie präsentiert ihre Babykugel. Zum Jahreswechsel verkündete Schein, Ochsenknecht, 22, die wunderbare Nachricht, sie erwartet ein weiteres Kind. Töchterchen Mavi, 1, bekommt ein Geschwisterchen. Inzwischen ist die Babykugel deutlich gewachsen. Das Model und sein Ehemann Nino Sivkovic feierten sogar schon eine Gender-Reveal-Party. Ohne allerdings das Geschlecht des freudig erwarteten Nachwuchses bereits der breiten Öffentlichkeit zu verraten. Allzu lange bis zur Niederkunft dürfte es also nicht mehr dauern. Für die Tochter von Natascha Ochsenknecht, 58, vermutlich eine erleichternde Aussicht, denn so langsam wird die Schwangerschaft beschwerlich. Ein fieses Leiden sucht die werdende Mama heim und droht ihr, die Nachtruhe zu rauben. In ihrer aktuellen Instagram-Story grüßt sie zwar augenscheinlich guten Mutes aus ihrem Bett, hält aber dabei einen Streifen mit roten und weißen Pillen in der Hand. Schein klärt auf, Schwangerschaftsvitamine und ab ins Schlafland. Schreibt sie zu dem Foto und fährt fort, Rückenschmerzen sind auch in dieser SS-Schwangerschaft. AMMD rät, nicht normal. Offenbar scheint die Pein so groß zu sein, dass die 22-Jährige auf Hilfsmittel zurückgreifen muss. Die Reality-TV-Darstellerin setzt bereits seit der Schwangerschaft mit ihrer Erstgeborenen auf Vitamine. Ein Mittel, das ihr hoffentlich die restlichen Monate mit ihrem Sprössling im Bauch leichter machen werden. Die Ehe von Peter und Iris Klein, 55, ist am Ende. Peter Klein und Yvonne Wölke, 41, dementieren zwar weiterhin, eine Affäre gehabt zu haben, doch der 55-Jährige gab zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Inzwischen ist die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, aus der gemeinsamen Finca aus und in eine Wohnung auf Mallorca eingezogen. Ein wenig Zeit wird es wohl noch in Anspruch nehmen, bis Iris all das verarbeitet hat. Doch hoffentlich nicht zu viel, wie das TV-Gesicht nun anmerkt. In ihrer Instagram-Story erzählt die ehemalige das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, dass Fans ihr Folgendes mitgeteilt hätten, solange eine Beziehung angedauert hat. So lange dauert es, bis man sich wieder löst. In Iris Fall wäre sie dann 75. Wie sie betont. Denn am 27. Februar hätten sie und Peter ihren 20. Jahrestag gefeiert. Ihr Fazit, das muss schneller gehen. Da muss wirklich ein Wunder passieren, dass ich schneller darüber wegkomme. Vielleicht suche ich mir auch mal gleich einen anderen Mann. Letzteres sagt die Reality-TV-Darstellerin zwar mit einem Augenzwinkern. Doch wer weiß, möglicherweise lernt sie bald jemanden kennen. Am Montag, 20. Februar, gaben Philipp Stehler, 34, und seine Partnerin Vanessa Ziomba bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit einem niedlichen Clip, in dem unter anderem Aufnahmen eines positiven Schwangerschaftstests sowie der erste Arztbesuch im November vergangenen Jahres zu sehen sind, machten sie ihre schönen Nachrichten öffentlich. Nun teilt das Model auch schon das erste Babybauchfoto. Die Influencerin posiert in schwarzer Unterwäsche vor einem Spiegel und setzt damit ihren bereits ausgeprägten Bauch in Szene. Manchmal wachst du auf und alles ist perfekt, schreibt Vanessa zu dem Schnappschuss. Die werdende Mutter ist offensichtlich überglücklich. Wie schön. Pinke und blaue Ballons, eine Hüpfburg und wie ein himmlisches Omen eine Kirchturmspitze im Hintergrund, Schein Ochsenknecht, 22, ist voller Vorfreude auf ihr neues Babyglück und möchte Gespanntheit und Neugierde auf Kind Nr. 2 und sein Geschlecht mit Familie, Freundinnen und ihrer Community teilen. Letztere erlebt allerdings eine herbe Enttäuschung beim Betrachten des aktuellen Postings des Models. Die werdende Mama teilt zwar ein Foto vor beschriebener Kulisse mit ihren Fans, lässt aber die Beantwortung der alles entscheidenden Frage offen. Mädchen oder Junge? Dieses Geheimnis lüftete Schein offensichtlich am vergangenen Wochenende im Beisein ihrer Liebsten. Doch ihre mitfiebernden AnhängerInnen lässt sie bei der Klärung im Regen stehen.
Die Tochter von Natascha Ochsenknecht, 58, will ihre Follower, innen augenscheinlich noch ein wenig auf die Folter spannend. Während ein Teil der User, innen entspannt auf das Rätselraten reagiert und mit einem Hauptsache gesund, der 22-Jährigen die halbherzige Geheimnistuerei nicht übel nimmt, lassen andere wiederum ihrem Unmut über die herausfordernde Zurückhaltung freien Lauf. Wann werden wir erfahren, was es wird, drängelt eine Userin, eine Gender-Reveal so anzukündigen und die Follower raten lassen, um dann in der Story zu sagen, das behalten wir für uns, hihi, ziemlich lächerlich. Dann lieber gar nichts ankündigen und gut ist, sick, ärgert sich allerdings eine weitere. Egal ob Junge oder Mädchen, sie wissen es, haben aber nicht vor, es preiszugeben, aber Hauptsache, damit Klicks bekommen, lässt auch ein anderes Community-Mitglied seinen Frust raus. Ein Großteil jedoch freut sich über das nebulöse Baby-Update und rätselt fleißig, ob Cheyennes erstgeborene Mavi, 1, bald ein Schwesterchen oder ein Brüderchen in die Arme schließen darf. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promi-News der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen, Instagram.com